Hast du dir schon mal gewünscht, richtiges Feedback für deinen Kanal zu bekommen? Dieses Format ist deine Chance. Im heutigen Video werde ich eure Kanäle bewerten. Viel Spaß! Für die heutige Folge haben sich schon wieder über 100 Zuschauer gemeldet. Freut mich echt mega, wie sehr ihr das Format feiert. Da ich leider nicht jeden dran nehmen kann, werde ich auf jeden Fall noch ein weiteres Video erstellen, wenn ihr mir wieder zeigt, dass ihr weiterhin Bock auf dieses Format habt. Das Ziel von 333 Likes habt ihr letztes Mal so schnell erreicht, dass ich dieses Mal mutig bin. Wenn diese Folge 400 Likes bekommt, wird es eine weitere Folge Kanalbewertung geben. Wie ihr euch dann bewerben könnt, werde ich wieder rechtzeitig bekannt geben. Jetzt würde ich aber sagen, lasst uns loslegen. Starten wir mit Tarosul, einem Creator, den ich schon recht lange kenne, und er hat in seinem Kommentar geschrieben, dass sein größtes Problem ist, neue Leute auf den Kanal aufmerksam zu machen, denn wenn es so ist, dann bleiben die meisten auch hängen. Abgesehen davon, dass die Aktivität natürlich nicht förderlich ist, aber das hast du auch selbst schon gesagt, ich erkenne ein ziemlich großes Problem, warum es dir schwerfällt, neue Zuschauer zu erreichen. Denn schauen wir mal auf die Videotitel, dann fällt auf, dass es doch meistens um ihn als Person geht. Das Problem hierbei ist, neue Leute kennen dich ja gar nicht. Und wenn ich jemanden nicht kenne, dann interessiert mich auch nicht wirklich ein Video über ihn als Person. Mein Lösungsvorschlag wäre daher, die Perspektive umzudrehen. Aus illegale Dinge, die ich als Kind gemacht habe, wird dann illegale Dinge, die wir alle als Kind getan haben. Im Video selbst kannst du immer noch aus deiner Perspektive erzählen. Du kannst deine eigenen Beispiele bringen. Aber nach außen hin ist das Video so viel spannender vermarktet. Als nächstes haben wir den Kanal von Henna, wo es unschwer zu erkennen über Krypto geht. Ein Thema, was zugegebenermaßen aktuell nicht mehr den Hype hat, wie es noch vor 2-3 Jahren der Fall war, was es definitiv etwas schwieriger macht. Dennoch steht er kurz vor den ersten 1000 Abonnenten und so schlecht läuft der Kanal auch nicht. Allerdings fällt mir direkt eine Sache auf, die auf jeden Fall besser werden muss. Die Thumbnails wirken in vielen Fällen einfach zu voll. Dabei hält sich Henna durchaus an die 3-Elemente-Regel, also die Thumbnails sind jetzt nicht überfüllt, aber der Text nimmt unfassbar viel Platz ein und es ist oft auch einfach zu viel Text. Problematisch wird es bei Thumbnails wie diesem hier, wo Schrift und Gesicht ungefähr gleich groß sind. Das sorgt dafür, dass es eben keinen klaren Blickfang gibt und dann wirkt so ein Thumbnail überladener, als es eigentlich ist. Außerdem, Henna, dein Kanal könnte auf jeden Fall noch ein wenig mehr Abwechslung gut tun. Was ich ja immer empfehle, ist zum Beispiel die 80-20-Regel zu benutzen, sprich 80% an die Formate klammern, die funktionieren, aber auch 20% neue Dinge auszuprobieren. Auf dem Kanal sehe ich zwar hier und da mal Experimente, wie zum Beispiel hier, was ja auch sehr gut ankam, aber insgesamt ist es doch ein sehr ähnlicher Content. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Churnrate, also die Absprungrate, ziemlich hoch ist. Das erkennt man ja auch daran, dass die Abonnenten nicht besonders aktiv zu sein scheinen, weil immer mal wieder Videos dabei sind, wie jetzt zum Beispiel dieses hier, was wirklich sehr wenig Klicks dafür macht, dass der Kanal fast 1000 Abonnenten hat. Dass die Abonnenten in einer recht großen Masse abspringen oder halt zumindest inaktiv werden, liegt einfach daran, dass der Content sich zu sehr wiederholt und irgendwann auch sehr gleich wirkt. Wenn ich durch den Kanal durchscrolle, zum Beispiel jetzt mal wirklich mehrere Monate zurück, dann merkt man, der Content ist wirklich sehr identisch. Das ist natürlich nicht unbedingt schlecht. Im Gegenteil, Henna hat eine klare Nische, er hat ein klares Werteversprechen. Aber wenn der Content zu identisch ist, dann ist man nach 2, 3, vielleicht 4 Monaten auch einfach irgendwann übersättigt als Zuschauer. Meine Überlegung wäre, aber bitte bedenke, dass ich natürlich nicht deine genaue Strategie kenne, aber ich würde drüber nachdenken, jetzt auch mal mit Experimenten oder etwas unterhaltsameren Videos zu arbeiten. Du hattest in deinem Kommentar ja auch das Storytelling hervorgehoben. Und diesen Skill kannst du natürlich viel besser umsetzen, wenn du auch Videos hast, die etwas mehr einer Story folgen, als ein Video, wo du einfach nur verschiedene Investmentmöglichkeiten vorstellst. Kommen wir zum Kanal Hori, ein noch sehr junger Kanal, den ich aber vom Konzept her ziemlich spannend finde. Er ist mir sogar schon mal über den Weg gelaufen, ihr seht, das Video hat ich schon mal angeklickt. Und in seinem Kommentar hebt er vor allem das Thema Thumbnails und Videoideen hier hervor. Ich muss natürlich sagen, wenn du nach 3 Videos schon Probleme bei der Ideenfindung hast, dann solltest du mal Gedanken machen, ob das wirklich die richtige Nische für dich ist. Falls sich die Aussage eher darauf bezieht, dass du dich schwer tust, die Ideen zu verifizieren, also zu überprüfen, ob die auch wirklich gut ankommen werden, dann kann ich dir folgenden Tipp mitgeben. Das, was du aktuell machst, ist im englischen Bereich ja wirklich groß. Da gibt es Kanäle mit Millionen Reichweiten und dieser Content ist wirklich ziemlich spannend, finde ich persönlich. Da du ja aber über deutsche Personen sprichst, kannst du natürlich nicht einfach deren Ideen eins zu eins übernehmen,
Aber schau auf jeden Fall nach, wie die ihre Videos aufbauen, also von der Vermarktung her. Wie sind die Ideen ausformuliert? Wo liegt der Schwerpunkt? Du musst das Rad ja nicht neu erfinden. Wie gesagt, es gibt Kanäle, die sind super erfolgreich und orientiere dich an den Ansätzen und schau dann, was aktuell im deutschen Raum spannend ist und was dich natürlich auch selbst interessiert. Wenn wir uns das anschauen, dann sieht man ja auch, dass je bekannter die Person ist, über die du sprichst, desto erfolgreicher sind die Videos. Let's Sugo, 700 Klicks für einen Kanal deiner Größe, das ist wirklich in Ordnung. Wenn wir uns die Thumbnails ansehen, dann muss man sagen, dass du schon insgesamt auf einem ziemlich hohen Niveau arbeitest. Aber zum Beispiel beim Hugo Thumbnail fällt mir auf, dass einfach generell zu viel Text drauf ist. Vor allem passt es auch nicht wirklich so gut zum Titel. Was macht Let's Sugo so erfolgreich? Und im Thumbnail steht dann Skandal. Ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere Zuschauer das als zu Clickbait hier empfindet. Kommen wir zu Bodenloser, der erste Gaming-Kanal in diesem Video. Und hier ist was sehr Spannendes passiert. Wie ihr seht, hatte er vor knapp einem Monat das erste Video, was wirklich gut abgegangen ist. Müsste auch das Beste sein aus seinem Kanal, sogar mit Abstand. Und hier ist natürlich jetzt ganz wichtig, wie gehen wir in so einem Fall strategisch vor? Wir sehen, Aaron lädt generell ziemlich wenig hoch. In letzter Zeit kam ja im Schnitt ein Video im Monat. Das macht es sehr schwierig, ein klares Konzept zu fahren, denn wie er vorhin schon mal erwähnt, wir wollen ja ein bisschen Abwechslung drin haben. Wenn wir aber, wie in diesem Fall hier, ein wirklich gutes Video haben, was gut ankommt, dann wollen wir ja so schnell wie möglich drauf aufbauen. Aber wie macht man das am besten? Ich empfehle dafür das Bucket-System. Also wir haben jetzt hier eine Idee, die wirklich gut funktioniert hat und haben ja verschiedene Möglichkeiten, hier eine Variable einzubauen. Das Thema Minecraft aber, dann irgendeine Challenge einfügen, das ist etwas, was schon seit Jahren recht gut funktioniert auf YouTube. Der Hype ist zwar so ein bisschen vorbei, aber es gibt immer wieder Videos dieser Art, die extrem erfolgreich sind. Logisch wäre jetzt also, weil wir sehen ja, es handelt sich hier um Mobs, also Monster, die OP-Items, also extrem starke Items, droppen, also fallen lassen, wenn sie sterben, was natürlich heißt, dass man das Spiel dadurch ziemlich schnell durchspielen könnte. Sinnvoll wäre es, diese Idee so ähnlich wie möglich aufzugreifen. Viele Creator machen dann aber den Fehler, dass sie zwar ein weiteres Minecraft-Aber-Video machen, aber in eine komplett andere Richtung gehen. Ich würde empfehlen, bleib so nah wie möglich an diesem Thema Mobs droppen OP-Items. Ich persönlich bin zwar ein Minecraft-Fan, kenne diesen Bereich mit diesen Modpacks aber nicht so gut, aber schau mal, dass du wirklich so nah wie möglich da dran bleiben kannst, um einfach sicherzustellen, dass Zuschauer, die dieses Video spannend fanden, auch das nächste Video spannend finden würden. Ein weiterer Punkt, den ich ansprechen möchte, ist das Thumbnail. Hier muss ich sagen, hast du schon teilweise echt gute Werke dabei, aber achte nochmal darauf, die Konzepte wirklich gut zu visualisieren. Hier zum Beispiel geht es darum, dass er 12 Minecraft Skills in 24 Stunden lernt. Und auf dem Thumbnail ist der 5-Blöcke-Sprung angeteasert. Das ist deswegen besonders, weil 5 Blöcke springen in Minecraft eigentlich gar nicht möglich sind. Das wären in echt ungefähr 5 Meter. Mein Problem ist jetzt mit diesem Thumbnail, dass durch die Perspektive diese Lücke, die wir hier haben, sehr klein aussieht. Ich hätte es jetzt vielleicht auf 2 bis 3 Meter geschätzt. Obwohl es wahrscheinlich amateurhafter aussehen würde, wäre so eine 2D-Ansicht, ähnlich wie man es von Mario-Spielen oder von Terraria kennt, wo man aber wirklich erkennen kann, dass da 5 Blöcke Luft sind zwischen den Blöcken, von denen du springen möchtest, das würde das Konzept viel besser visualisieren und das wäre sicherlich erfolgsversprechender als das aktuelle Thumbnail. Als nächstes haben wir den Kanal Onyx, ein Kanal, auf dem es sich rund um das Thema Self-Improvement dreht. Also ein super spannendes Thema für mich persönlich und auch von der Umsetzung her finde ich diesen Kanal sehr spannend. Was mir persönlich aber auch auffällt ist, dass die Vermarktung meistens sehr negativ aufgebaut ist. Das muss nichts Schlimmes sein, negative Vermarktung zieht auf YouTube meistens sehr gut. Allerdings kenne ich gerade aus dieser Nische, also gerade das Thema Selbstverbesserung, dass hier ein positiver Ansatz vergleichsweise gut funktioniert. Schaut man sich erfolgreiche Kanäle an aus dieser Nische, zum Beispiel einen Dominik Lebersorger oder einen Tomery vor vielen Jahren, dann sieht man, dass die erfolgreichsten Videos eben doch einen recht positiven Ansatz haben. Ich könnte mir so vorstellen, dass du den Ansatz nochmal ein bisschen überdenken solltest. Außerdem würde ich dir auch eine Überarbeitung der Thumbnails noch empfehlen, denn die wirken an vielen Stellen einfach noch zu amateurhaft. Dabei beziehe ich mich vor allem auf die mit den Flammen. Thumbnails wie das neue finde ich dabei schon deutlich besser, vor allem weil du da auch echt viel Arbeit reingesteckt hast, beziehungsweise der Designer, falls du jemanden beauftragt hast, weil das sieht schon sehr professionell aus.
Was ich nicht so gut finde, ist dieser harte Cut hier in der Mitte. Der macht es eben sehr deutlich, dass es gefotoshoppt ist. Da hätte ich wahrscheinlich eher einen weichen Übergang empfohlen, ist aber jetzt wirklich Meckern auf sehr hohem Niveau. Achte auch darauf, dass du Konzepte noch viel besser verdeutlichen kannst. Zum Beispiel bei diesem Video hier, wo gemeint ist, dass man mit der Zungenposition attraktiver werden kann, sieht man ja, dass du mit dieser roten Umrandung um das Gesicht hervorheben willst, dass man damit ein männlicheres, kantigeres Gesicht bekommen kann. Das ist aber mit der Art und Weise, wie es umgesetzt ist, nicht wirklich zu erkennen. Da habe ich schon bestimmt 50 Videos zugesehen, auf denen das einfach viel besser visuell umgesetzt war. Wenn ich mir die erfolgreichsten Videos bei dir so anschaue, dann sieht man, dass die Selbstexperimente auf jeden Fall gut ankommen. Daher würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, diese Richtung weiter zu verfolgen. Die Thumbnails gelingen dir ziemlich gut, die Themen sind spannend und ich denke, da hast du auf jeden Fall eine gute Zukunft für dich. Kleiner Expertentipp an dieser Stelle: Achte darauf, denselben Zeitrahmen zu verwenden. Also versuche nicht zwischen 7 Tagen, 14 Tagen, 30 Tagen herumzuspringen, sondern nutze immer denselben Zeitrahmen. Kommen wir zum Kanal Sabims, wo es darum geht, Häuser in Minecraft zu bauen. Vor allem liegt der Fokus hierbei auf modernen Häusern und in ihrem Kommentar wurde ich gefragt, ob das mit der SEO soweit hinhaut und da muss ich sagen, ja, das sieht meistens ziemlich gut aus. Bei der SEO ist es ja wichtig, dass wir auf jeden Fall alle wichtigen Wörter unterbringen, die die Leute in die Suche eingeben. Sprich, wenn jemand nach Minecraft moderne Villa sucht, muss das im Titel unterkommen. Das ist, wenn ich mir die Videos so anschaue, auf jeden Fall gegeben. Sehr gut ist sogar, dass du meistens auch auf spannende Titel setzt und eben nicht nur auf die SEO, sondern eben auch dafür sorgst, dass der Titel auch klickbar ist. Denn genauso sollte es sein. SEO ist nicht mehr dieses veraltete Hauptsache die Keywords sind drin, sondern es muss auch klickbar sein und das ist bei dir gegeben. Was ich kritisieren würde, wäre definitiv der Aufbau der Thumbnails. Es ist an sich super, dass du die Bilder von den Häusern gut in Szene setzt, sieht man ja auch häufig so bei anderen YouTubern, die diesen Content machen, aber die Schrift, die braucht es meiner Meinung nach gar nicht. Ich habe zum Beispiel jetzt hier mal nach modernen Häusern in Minecraft gesucht und man sieht, dass fast jeder komplett auf Schrift verzichtet. Und wenn doch, dann wird es meistens wirklich sehr subtil benutzt. Eine zweite Sache, die mir aber auch noch auffällt, wenn ich mir diese Thumbnails so angucke, im Vergleich zu denen, die du benutzt, dann fällt mir auf, dass das Setting meistens ziemlich langweilig ist. Ich meine, ich verstehe den Ansatz, die Häuser in kompletten flachen Welten zu bauen, aber das sorgt dafür, dass die Häuser weniger gut aussehen. Vielleicht kennst du ja meinen Zweitkanal, ich bin ja selbst auch jemand, der sich viel für das Thema Bauen in Minecraft interessiert und so ein Haus mitten ins Nirgendwo zu setzen, sieht generell nicht so spannend aus, ist aber auch fürs Thumbnail auf jeden Fall nicht die beste Variante, weil es dadurch ziemlich leer wirkt. Eine Idee wäre also einfach zum Beispiel hier rund um die Häuser ein paar Bäume zu platzieren oder zu schauen, dass du, wie sehr viele andere machen, ja, hier als Beispiel das Thumbnail oder auch das, dass du deine Häuser in eine Welt reinbaust, die eben nicht komplett flach ist. Kommen wir zu einem der spannendsten Kanäle in der ganzen Folge und zwar Toxic Nein Danke. Ein Kanal, der in recht kurzer Zeit sehr stark gewachsen ist, denn ich weiß noch, vor nicht mal einem Jahr hat er es erst bei mir kommentiert und ist seitdem wirklich durch die Decke gegangen. Man sieht ja auch, die Klickzahlen sind richtig gut und ich kann mir schon denken, dass viele von euch jetzt da sitzen und sich fragen, wie kann das sein? Ich muss hier nämlich eine Sache loben, die mir selbst noch gar nicht aufgefallen ist, die ich gar nicht kannte, als ich das erste Mal diesen Kanal mir angeschaut habe. Denn die Thumbnails, die folgen jetzt ja nicht unbedingt den Best Practices. Es ist sehr viel Text drauf, es wird wenig mit visuellen Konzepten gearbeitet, aber das ist halt nicht mal schlimm. Denn es ist für die Zielgruppe, die hier angesprochen wird, extrem effektiv. Sprich, was dieser Kanal hier macht, ist nichts anderes als das, was ich ihm empfehle. Er hat erkannt, was funktioniert und macht das die ganze Zeit weiter. Zwar würde ich durchaus empfehlen, doch auch mal einen moderneren Ansatz auszuprobieren. Falls du es noch nicht getan hast, ich sehe ja gerade nicht jedes Video, was du hochgeladen hast, aber falls es noch nicht gemacht wurde, natürlich kannst du mal schauen, ob du vielleicht mal mit mehr visuellen Konzepten arbeiten kannst, ob du vielleicht mal den Text reduzieren kannst, aber generell, solange es funktioniert, ist es sinnvoll, die Thumbnails so zu gestalten. Auch wenn es eben nicht den Best Practices folgt, aber deswegen sind es ja auch nur Tipps und keine klaren Regeln, denn ab und zu müssen die auch mal gebrochen werden. Mit einem Blick auf die erfolgreichsten Videos fällt eben auch auf, dass er dem Bucket-System folgt. Sprich, die Titelstrukturen, die gewählt werden, sind immer wieder ähnlich. Zum Beispiel haben wir hier immer diesen Ansatz, wenn. Wenn der Narzisst, wenn der Narzisst oder auch der Ansatz mit so entwaffnest du einen Narzissten, so entlarvst du einen Narzissten. Das ist ein sehr schlauer Ansatz, Strukturen, die funktioniert haben, wieder aufzugreifen. Wenn ich beim Titel aber eine Sache kritisieren muss,
dann ist es, dass sie häufig ein wenig zu lang sind. Wir sehen da zum Beispiel, dass auch bei den erfolgreichsten Videos zwei Titel sogar abgeschnitten werden, man kann sie also nicht komplett lesen. Hat anscheinend nicht unbedingt geschadet, ist aber auf jeden Fall nicht optimal. Auch hier noch eine Videoidee, die ich sehr spannend finde, und zwar die 10 peinlichsten Ausreden toxischer Menschen. 48.000 Aufrufe kamen sehr gut an und ist ein weiteres Video, wo ich definitiv empfehlen würde, das nochmal aufzugreifen. Upload ist schon über einen Monat her, das heißt, da wird es jetzt auf jeden Fall Zeit werden, das nochmal aufzugreifen. Das wäre so meine Empfehlung an dich gerade. Kommen wir zum Kanal Dronegrapher, ein Kanal mit einem recht spannenden Konzept, der aber leider auch wieder einen typischen Fehler macht. Denn häufig haben wir hier einen guten Ansatz. Zum Beispiel wird hier eine Drohne ins Bild gehalten, hier wird eine Drohne ins Bild gehalten, hier haben wir ein ferngesteuertes Auto, was ins Bild gesetzt wird. Häufig werden die Thumbnails im Ansatz schon richtig erstellt. Sprich, wir haben einen visuellen Blickfang und dieser wird hervorgehoben. Leider ist häufig einfach viel zu viel auf den Thumbnails los, wodurch dieser Blickfang gar nicht wirklich existieren kann. Zum Beispiel haben wir beim Auto hier einmal das Logo ist es, glaube ich, was das Hinterteil vom Auto leicht überdeckt. Wir haben das Schriftfeld hier, was viel zu nah dran ist. Wir haben den Pfeil, den man nicht braucht, wenn ein Objekt wirklich 2/3 des Bildes einnimmt. Und auch nochmal oben das Textfeld, was meiner Meinung nach auch nicht zwingend dabei sein muss. Beim Blick auf die erfolgreichsten Videos auf diesem Kanal fällt übrigens auch noch ein Muster auf, was ich leider bei unfassbar vielen Kanälen beobachte und heute noch gar nicht angesprochen habe. Ihr seht ja, die erfolgreichsten Videos sind schon ganz gut geklickt, 16.000, 11.000, das sind gute Zahlen, aber alle Videos, die wir hier sehen, sind schon recht alt. Das jüngste ist 10 Monate her, ansonsten ist von den neuen Videos nicht viel dabei, was viel geklickt wird. Ich vermute dahinter denselben Denkfehler, den ich auch bei vielen meiner Kunden erlebe. Sprich, man hat etwas gemacht, was gut funktioniert hat, denkt dann, ja, jetzt kann ich es ja nicht mehr machen. Im Gegenteil, wenn was gut funktioniert hat, dann greif es unbedingt nochmal auf. Gerade wenn so ein Tutorial schon 1-2 Jahre alt ist, dann können sich Sachen geändert haben. Dann hast du wahrscheinlich auch deine Qualität geändert. Dann kannst du es mittlerweile viel besser erklären. Dann mach's auch ruhig nochmal. Außerdem würde ich mal vermuten, bei einem Blick auf die Titelstruktur und auf die Themen, dass diese Videos, die gut ankommen, auch größtenteils in der Suche gut performen. Schau also auch hier gerne nochmal nach, ob du da ein paar Themen finden kannst, die du noch gar nicht abgedeckt hast, wo du noch Videos zu machen könntest. So, das war's für heute mit den Kanalbewertungen. Wenn ihr noch mehr davon sehen wollt, ich verlinke euch jetzt mal hier die letzte Folge. Schaut da gerne als nächstes rein, viel Spaß damit und ciao!